Willkommen zum dritten Vortrag in unserem Routing-Blog heute Nachmittag. Und zwar heißt der Transitdaten Open und OpenStreetMap. Es geht hier um das Routing von öffentlichen Verkehrsmitteln. Und gehalten wird er von Nikolai Janakiew aus Salzburg. Hallo, hier ist der Nikolai. Ich bin ein Geospatial Data Scientist bei Tripli in Linz. Und in dem Vortrag werde ich euch erzählen, wie man Transitdaten aus OpenStreetMap gewinnen kann und was so die Herausforderungen dabei sind. Zu den Slides, die könnt ihr hier bei dem Link finden. Und die Repositories mit den Slides und Code-Beispielen ist auf der Repository zu finden. Erst einmal, wie arbeitet man mit öffentlichen Verkehrsmitteldaten? Dazu gibt es das General Transit Feed Specification, also GTFS. Und das ist ein Fileformat, das wurde 2006 erstmal veröffentlicht von Google und ist generell ein Fileformat, wo man öffentliche Verkehrsmittel beschreiben kann. Also dass man dann später für multimodales Routing verwenden kann. Also wenn man jetzt quasi in einer Stadt ist und man will jetzt die Busse mit einbringen und damit Routing machen, quasi man geht zum Bus, dann hat man einen Bus, dann hat man eine Zwischenstrecke, wo man wieder geht und am Schluss kann man dann zum Beispiel sogar Radl nehmen und solche Sachen kann man dann mit dem Format dann machen. Das Format selber ist jetzt ein bisschen komplex, das ist jetzt eine Sammlung von verschiedenen CSV-Files, die jetzt generell meistens in einem ZIP-File gespeichert sind. Und die einzelnen Dateien sind jetzt quasi Tabellen, die jetzt ineinander verlinkt sind über diese Foreign Keys. Und da gibt es jetzt gewisse Files, die enthalten sein müssen. Und dann gibt es optionale Files, die je nach öffentliche Verkehrsmittel drinnen sind oder auch nicht. Und die sind meistens recht nützlich, wenn man dann, zum Beispiel die Shapes sind recht nützlich, wenn man jetzt was visualisieren will, weil dann die Straßenstrecke schön visualisiert ist. Und dann gibt es auch andere interessante Dateien, die da wichtig sind. Genau, aber generell sind jetzt nur die 6 Dateien die wichtigsten, wenn man jetzt GTFS-Daten haben will. Genau, wie bekommt man jetzt diese Daten? Da gibt es jetzt verschiedene Datenquellen. Einerseits gibt es die openmobilitydata.org, das war vorher Transitfeed. Und da gibt es jetzt eine Liste, wo man verschiedene Daten jetzt direkt runterladen kann. Genau, die kann man jetzt nach Land und nach Staaten filtern. Dann weiters gibt es das Transit Land. Die haben auch eine nette Karte und die Operators und auch eine nette API zum Querying der Daten. Und wenn man sonst so öffentliche Open Data Portals verwendet, da kann man auch hin und wieder jetzt GTFS-Daten finden. In dem Fall haben wir die Daten für Wiener Linien für Wien so geladen. Und wie schaut jetzt die Abdeckung aus? Also in dem Fall habe ich jetzt alle Daten von Transitland mal runtergeladen und mal die Bounding Boxes mal angeschaut. Und so schaut es quasi aus. Die größte Abdeckung für GTFS-Dateien ist in Amerika und dann Europa ist danach. Wenn man da jetzt reinzoomt, sieht man, okay, die Abdeckung ist jetzt halbwegs okay, aber viele Städte, vor allem kleinere Städte fehlen oder auch in manchen Ländern auch die Großstädte fehlen. Und wenn man jetzt die großen Abdeckungen schaut, das ist jetzt meistens nur Bus oder Bahn für größere Linien. Und da sieht man, dass da jetzt viel fehlt. Wenn ihr jetzt Google Maps verwendet, dann seht ihr, okay, in vielen Regionen gibt es doch, kann man doch über öffentliche Verkehrsmittel schauen. Aber meistens ist es so, dass die einzelnen Verkehrsunternehmen, die geben ihre Daten jetzt nur an Google und geben sie jetzt nicht öffentlich frei aus verschiedenen Interessensgründen. Und wie kann man jetzt da arbeiten? Also in dem Fall war unser Ziel jetzt da
GTFS-Daten aus OpenStreetMap zu generieren. Und das sehen wir dann auch später. Erstmal, welche Tools kann man verwenden, wenn man mit GTFS arbeitet? Speziell, wenn man jetzt die Daten analysieren oder bearbeiten will, da gibt es dieses Patridge für Python. Und ich persönlich habe, also wir persönlich haben jetzt generell nur mit Pandas und GeoPandas gearbeitet, weil die Dateien so relativ einfach zum Arbeiten sind und die Packages da recht nützlich sind dafür. Zum Validieren der GTFS-Dateien gibt es den GTFS-Validator. Der ist ziemlich nützlich, der schreit halt bei wirklich allem, aber wenn man weiß, welche Fehler jetzt relevant sind, dann kann man da sehr gut die Daten damit weiter bearbeiten. Speziell wenn man dann routet, gibt es da sehr viele Tools, die das verwenden können. Speziell in dem Fall haben wir uns jetzt nur auf die, das Conveyor R5 und den Open Trip Planner fokussiert. Also die beiden Routing Planner, die haben wir in dem Projekt dann verwendet. Und weiters gibt es da eine sehr gute Liste, Awesome Transit, wo man verschiedene weitere Tools findet, APIs findet, Datasets und Forschung zu dem ganzen Thema. Ist auch eine sehr aktive Liste, die recht nützlich ist für die Zwecke. Genau, wenn man jetzt auf OpenStreetMap schaut, die meisten von euch kennen es wahrscheinlich, die Daten haben eine spezielle Struktur, die ist jetzt nicht genau ähnlich ist wie die üblichen GIS-Daten. Man hat da jetzt Nodes, Ways ist ungefähr so ähnlich wie ein Line-String, aber auch nicht ganz. In einem Way gibt es jetzt eine Richtung und die Ways können mehrere Nodes haben. Dann haben wir die Relation, das ist so das, die können mehrere Nodes beinhalten, die können mehrere Ways beinhalten und können auch eigene Relations beinhalten. Das ist sehr wichtig für uns mit die Routen, wie wir später sehen werden, ist da bei den Routen sieht man dann quasi die Busroute da drinnen und da hat man dann die Busstops und alles da drinnen. Und wie arbeitet man denn da jetzt weiter? Also da haben wir jetzt dann so die Tags in den einzelnen Datentypen und über die kann man dann schauen, was für eine Route das ist, wie die Route ausschaut und all die Feinheiten für die Route. Genau, hier ist ein Beispiel für zum Beispiel eine Busroute. Man schaut da jetzt Highway Bus Stop. Man hat jetzt die Route Bus, die vom Typ Route. Und dann hat man verschiedene weitere Tags, die man jetzt in dem Link dann sehen könnte. Genau, hier ist ein Beispiel für die Wiener U-Bahn U3. Falls ihr mal in Wien wart, dann seid ihr mit ziemlicher Sicherheit schon mal mit der gefahren. Hier könnt ihr schon sehen, okay, die ganzen Informationen zu der Route. Einerseits der Operator, das ist dann wichtig für die Agency. Man hat dann Type Route, wie ihr gesehen habt. Route ist in dem Fall Subway. Und wenn man jetzt dann weiterschaut, dann hätte man da jetzt einen Busstop, der war jetzt in der Route beinhaltet. Und da hat man dann jetzt die Information, okay, das ist eine Stop Position, a Railway Stop und Subway Yes und weitere Informationen. Genau, hier ist eine weitere Linie, das ist die Wiener Lokalbahn für die Badener Bahn. Hier hat man dann zum Beispiel Route, Light Rail und wieder Type Route und weitere Informationen. Genau, jetzt wie generiert man jetzt diese Daten von also GTFS-Feed von OpenStreetMap? Dafür haben wir jetzt das Tool OSM to GTFS von Thorsten Gröte verwendet, was recht gut für einen Anfang war. Man muss aber bedenken, die Daten sind nicht immer vollständig bei OpenStreetMap und viele Sachen fehlen, also die Frequenz fehlt in den meisten Fällen oder und weitere Feinheiten fehlen, die man dann später filtern muss oder beachten muss. Also die erste Annahme, die man nehmen muss, ist, wie oft fährt jetzt eine bestimmte Linie
Dann muss man die filtern nach den Typen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Region ist, wo man jetzt nur den Stadtverkehr haben will, dann wird man alle Züge mal rausnehmen. Und dann gibt es was Spezielles, wenn man jetzt... es gibt bestimmte Routen, die jetzt nur einmal im Jahr, also einmal im saisonal einmal im Jahr fahren, also ein paar Mal im Jahr fahren. Oder es gibt Routen, die jetzt nur einmal die Woche fahren, Routen, die nur einmal im Monat fahren. Dann gibt es Routen, die bestimmte Strecken quasi nur für bestimmte Unternehmen fahren und solche Sachen, die man jetzt, wo man die nach den Agencies, also den Operator, den wir vorher gesehen haben, danach kann man das dann filtern und damit bessere Resultate erzielen. Genau, in unserem Fall haben wir jetzt die Wiener Liniendaten angeschaut, die ich vorher erwähnt habe. Die Daten schauen jetzt so aus. Hier unten sieht man die Wiener Lokalbahn nach Baden und hier sieht man die ganzen verschiedenen Busrouten. In dem Fall sind sie aufgezeichnet nach der Frequenz, also der Häufigkeit, wie oft die Route fährt. Das beinhaltet jetzt alle möglichen Routentypen. Da haben wir jetzt die U-Bahn, man hat jetzt eine Tram, man hat jetzt auch einen Bus und die haben jetzt dann verschiedene Frequenzen. Und wir wollen jetzt Daten generieren, die dem sehr ähnlich sind. Genau, und hier sehen wir die Frequenz der Linien und wie können wir jetzt die Resultate vergleichen. Also einerseits, ein Weg ist es, über die Isochrone zu vergleichen. Also man nimmt beide Routen, also beide GTFS-Files und dann berechnet man ein Isochron für einen Punkt in der Strecke und dann schaut man die Differenzen der Regionen an. Also in dem Fall kriegt man Polygone für die Isochronen raus. Das ist ein Weg. Der andere Weg, den wir jetzt verwendet haben, ist, wir schauen uns die Percentiles-Isochronen an. Das ist ein Isochron, das man von R5 bekommt. Das ist jetzt eine Rasterdatei, die Isochronen nach Time Percentiles abgrenzt. Also Time Percentiles kann man sich so vorstellen, man hat jetzt quasi ein Percentile von den Leuten, die Route nehmen, und quasi, wenn man jetzt zum Beispiel das fünfte Percentile nimmt, das sind dann Leute, die jetzt quasi sehr auf sehr bestimmte Routen hingehen. Also quasi Leute, die jetzt Commuting machen, die jetzt quasi kein Problem haben, auf eine bestimmte Zeit zum Busstop zu gehen. Und dann, wenn man jetzt quasi ganz zum anderen Ende nimmt, also das 95. Percentile, das sind dann Leute, die jetzt extrem flexibel sind, die jetzt quasi, die wollen hingehen und nehmen den ersten Zug, der hin ist, und wenn der nicht ist, dann gehen die zu Fuß. Genau, und da haben wir jetzt zwei verschiedene Varianten, das zu vergleichen. Also einerseits, man vergleicht die Percentiles direkt in der Differenz. Und dann haben wir einen anderen Vergleich, wo man jetzt die Distanz, die absolute Distanz, die Differenz von der absoluten Distanz hernimmt. Genau, und so schauen diese Isochronen aus. Also da haben wir das 5th Percentile, 25. Percentile, 50. Percentile, 75. Percentile und 95. Percentile. Und da haben wir jetzt quasi, so sieht es aus vom Wiener Stephansdom um 7 Uhr. Und dann, wie weit kommt man dann damit? Und da haben wir einerseits die offiziellen Daten, also der offizielle GTFS-Field. Und dann sind das das ist eine Art, wie wir das, also eine Form von unseren generierten Daten. Da haben wir jetzt verschiedene Vergleiche gemacht. Und das ist ein Vergleich, wo wir die Daten generiert haben. Und wir haben jetzt da die Züge rausgenommen und Agencies rausgenommen, die sehr, sehr selten fahren. Genau. Und hier ist nochmal zum Vergleich, wie schaut es aus, wenn man jetzt geht, oder wie schaut es aus, wenn man jetzt mit dem Fahrrad fährt. Also da sieht man schon große Differenzen. Und die sind quasi ein Vergleich, wie schlecht es sein könnte. Also wir haben jetzt vorher von der dem durchschnittlichen Fehler geredet. Das schaut jetzt so aus.
wie ihr vorher gesehen habt, das Fahrrad ist sehr schlecht. Das hat einen sehr großen Fehler. Dann wird es besser, wenn man mit den generierten Daten, also das sind die generierten Daten ohne direkt, wie sie aus OSM to GTFS rauskommen. Dann haben wir die gefiltert nach den Zügen und seltenen Agencies. Und dann Walk ist um einiges besser, überraschenderweise. Und dann haben wir jetzt auch noch zwei weitere Experimente gemacht, wo wir jetzt eines genommen haben, wo wir die Busse rausgenommen haben. Weil viele Routen im Set waren Busse, die recht weit rausgefahren sind, aber dennoch eine gewisse Häufigkeit gehabt haben. Also sozusagen Postbusse in dem Fall oder lokale Busse, die häufiger als fünfmal fahren. Und dann zuletzt haben wir, also der beste Vergleich ist, wenn man uns nur auf die Agencies reduziert, die jetzt auch in den öffentlichen Daten sind. In dem Fall haben wir es halt gewusst, welche das sind, aber in manchen Fällen kann das sein, dass man in einer Stadt ist, wo man nicht weiß, welche öffentlichen Verkehrsmittel das sind. Und da hilft es jetzt, das manuell nachzuschauen, welche Agencies man braucht, und man filtert das danach. Genau, als nächstes haben wir dann die Distanzen verglichen. Also hier ist ein Beispiel für drei verschiedene GTFS-Files. Also einerseits das Vienna Official, das ist quasi das mittlere hier. Und dann haben wir die Generated Filtered, also da sieht man schon den Fehler, und beim Walk. Und von dem nehmen wir jetzt quasi den Durchschnitt her und vergleichen diesen Durchschnitt als Differenz dann. Und vom Resultat her ist es relativ ähnlich zum vorherigen, aber in dem Fall haben wir den Vorteil, dass man genaue Metrik hat von dem Fehler. Also man sieht jetzt quasi in Meter, wie viel der Fehler ist zwischen den Routen für den Fall. Genau, und da ist das ist jetzt wichtig, weil man muss jetzt da auch noch beachten, wie man den Fehler jetzt genau misst. Und da gibt es halt diese, muss man da ein bisschen aufpassen, ob man jetzt die Daten nimmt, die jetzt die überlappenden Regionen nimmt oder nicht. Und da gibt es jetzt noch viel Spielraum, den man jetzt noch verbessern kann. Aber in dem Fall ist das erste Ziel, dass man jetzt nur die Daten direkt vergleichen kann, um zu sehen, ob man sich jetzt im Fehler verbessert oder nicht. Genau, und das war jetzt soweit die Präsentation. Falls ihr jetzt Fragen habt, könnt ihr mir gerne auf Twitter unter dem Handle hier schreiben. Genau, die Slides sind wie vorher besprochen hier, und die Repository könnt ihr hier finden. Und genau, also Triply ist jetzt eine Firma in Linz, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln arbeitet, und wir suchen jetzt weitere geospatial Leute, die mit geografischen Daten gern arbeiten. Die Firma ist jetzt in Linz, aber wir suchen auch Remote-Leute, und falls ihr da jetzt Interesse habt, dann könnt ihr gerne mir schreiben oder auch direkt an die Firma schreiben. Genau, und somit wünsche ich euch noch eine schöne weitere Konferenz und schöne Grüße aus Salzburg. Ciao! Nikolai, vielen Dank für diesen interessanten und lehrreichen Vortrag. Meine Einstiegsfrage vielleicht: Du hast jetzt mit Wien verglichen, also, und da habt ihr ja bereits GTFS-Daten. Das war ein bisschen eure Qualitätskontrolle. Was ist das Ziel? Wollt ihr für die ganze Welt GTFS generieren aus OpenStreetMap? Oder was ist das Ziel in dieser Generierung? In dem Fall war es hauptsächlich ein Proof of Concept, dass wir das jetzt für ganz Österreich hinbekommen. Also quasi, ob wir sehen können, ob es in Österreich überhaupt funktioniert, und dann eventuell jetzt auch auf europaweit ausweiten. Mhm. Genau, weil das würde uns halt vereinfachen, wenn wir jetzt die GTFS-Daten jetzt nicht von anderen öffentlichen Verkehrsunternehmen bekommen. Genau, eben, es geht ja um die Ergänzung dort, wo es keine offiziellen Daten gibt, wenn ich das richtig verstehe. Dann gibt es eine Frage aus dem Publikum: Wie geht ihr mit Datenproblemen um, wenn Daten als GTFS bereitgestellt werden? Wie werden die Lieferanten informiert, quasi Datenprobleme zu beheben? Also wir würden jetzt einfach direkt die Aussteller anschreiben wegen dem.
In dem Fall haben wir jetzt noch keine richtigen Probleme damit gehabt, zum Glück, aber das wäre halt so der Ansatz. Okay, und es geht jetzt vor allem um auch Fahrplan-Routing, sage ich jetzt mal, also dass ihr wirklich Routing inklusive Fahrplan macht. Was bei uns wichtig ist, ist, dass wir verwenden das halt auch als Metrik quasi für bestimmte Regionen zum Berechnen, wie gut man wohin kommt und so Sachen. Deswegen ist der Timetable in den meisten Fällen nicht so wichtig. Also daher kann man da ein bisschen einen Fehler einbauen. Genau. Ja, weil wir haben selbst ein ähnliches Projekt gemacht, wo es um Eisenbahnrouting ging, aber weltweit. Und da haben wir jetzt festgestellt, dass sehr wenige Daten vorhanden sind, aber eben ein relativ komplettes Zugslinien-Datensatz, aber keine Relations in dem Sinn, dass es Routen gibt. Also funktioniert da eure Generierung auch, wenn ihr einfach sagt, ich will quasi in Europa eine Zugsroute finden auf den bestehenden Gleisen. Mhm. Was war jetzt die Frage da? Ja, geht das? Also das heißt, ihr würdet jetzt einen GTFS für Zugslinien in Europa generieren und auf der Basis dann das Routing machen? Es wäre schon möglich. Jetzt speziell bei OpenStreetMap gibt es ein paar Probleme mit der Generierung. Es ist jetzt nicht sicher, ob es jetzt an dem Package liegt, das wir verwendet haben, oder ob es generell an OpenStreetMap liegt, weil da gibt es gewisse Probleme mit so Sprüngen in den Routen selber. Und da hängen wir noch ein bisschen fest. Oder anders gefragt, oder bei den Busrouten gibt es ja wirklich die Routeninformationen in OpenStreetMap, eben diese Relation gibt es, aber für das ganze Zugsnetz gibt es das so ja nicht, da gibt es ja nicht diese Linien. Aber es würde trotzdem funktionieren. Oder benötigt ihr diese Routeninformationen, also OpenStreetMap? Züge haben wir interessanterweise nicht gebraucht. Aber es waren Züge in den Daten drinnen, das weiß ich. Mhm. Genau, ein Problem ist halt auch, dass quasi man kriegt nur die Punkte von den Linien und dann sind das halt quasi große Sprünge teilweise, die jetzt auf der Karte nicht so sind. Also die Route wird dann quasi so einen größeren Umweg fahren, aber die man hat halt nur diese zwei Punkte und dann müsste man quasi Routing verwenden, um dann diese Strecke genau zu vermessen in der Zeit. Mhm. Ja, war jetzt eben für mich ein neuer Ansatz oder ein interessanter Ansatz über GTFS, weil gut, wir haben jetzt nicht Buslinien gemacht, sondern Züge und da ist unser Ansatz war dann, wir filtern die Linien aus, die Zugslinien aus den OpenStreetMap-Daten und bilden dann wirklich ein Routing-Graph aus diesen Linien und lassen dann die Routing-Algorithmen drauf. Und euer Ansatz ist ja, ihr generiert GTFS und habt dann Software, die darauf basierend Routing macht. Finde ich interessanten Ansatz. Eben ist die Frage, ob es für alle Verkehrsmittel, wie gut es funktioniert für andere Verkehrsmittel. Für Buslinien kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja, wäre spannend, ja. Ja gut, es sind jetzt keine weiteren Fragen eingetroffen. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit noch, um uns auf den Fototerminweg zu begeben. Und zwar um 15.30 Uhr ist die traditionelle Fotosession der Foskis. Zum ersten Mal virtuell. Das heißt, wir treffen uns in der Netzwerkwelt. Man muss jetzt da keine Hemmungen haben. Also das ist auf der Fotowiese, das ist ein Silent-Bereich, wo man nicht direkt in die Videokonferenz reingerät. Das heißt, man kann sich da zwanglos treffen. Also alle sollen sich bitte über das Menü auf der Seite zur Netzwerkwelt begeben und da auf die Fotowiese, die ist so in Richtung Süden, findet man die. Und das Ganze wird auf Bühne 4 im Livestream übertragen. Ich danke Nikolai Janakiew für den interessanten Vortrag und wir sehen uns in der Netzwerkwelt.